letzter lebender Verbündeter. Ich komm da, ich kam da aus. Ruhe! Ruhig! Ja, legt wieder immer sein Dämpfer. Mein Gott, Digga, Real Talk. In der Dings, in der letzten Runde auch noch. So. Und damit, meine lieben Freunde, so, MVP letzte Runde, wo ist hin? Valorant ab. Oh, da bin ich aber auch mit 16 Kills. Ah, und durchschnittlich genau, nee, gemacht. Achso. Oh, 20 Subgift, sag ich. So, Valo, mach fertig. Guckst dir Jungs, an. Ich geschlafen. Dankeschön. Oh, hey, ciao. Danke, Matze. Matze, rein Kurs, Liebe. Den totalen Bruch oder erst ein paar Vollgeist? Vollgeist. Ich sag nicht 20. Also das erste, was ich mache, ist erstmal kacken, das habe ich gesagt. Aber Micky, wir können nicht 20 Mal... Oh doch, ich will, dass das Gehirn weich wird. Nein, die werden uns die ganze Zeit auseinandernehmen, Micky. Das hat keinen Sinn. Lass uns 10 machen, dann ein Dings da rein und dann nochmal 10. So, wir brauchen 25, wir brauchen 25. Wir brauchen 25, brauchen wir. Warum? Jungs, spielt die erste Runde ohne mich, ich muss kacken. Was ist? Warum 25? 10 noch offen haben, jetzt reingehen, 25 machen. 5 offen haben, so. Irgendwie so. Ich brauche mehr. Wir brauchen mehr, Jungs. Bitte. Bitte. Ah, okay. Bitte. Lass mich nicht hängen. Lass mich bitte nicht hängen. Ah. Oder ich weiß nicht. Wie siehst du das anders? Einmal absaften. Also, ja, das ist, was meinst du? 25 würde ich gerne machen wollen. Noch mal im Warzone hinterher, so ein Lacher. Wieso 25? Im Leben nicht. Ein Lacher noch mal hinterher. Wieso 25? Ja, ich hatte von Eli verstanden, dass er das jetzt bis 20 machen wollte. Also 10 Vollgas-Sprints und dann Mario Kart, oder nicht? Ja. Ja, ich würde gerne mehr abhaken. In Vollgas? Ja, ja, safe 15. Ja, okay. Ja, lass mal gucken, wie es läuft. Ich hab keinen Bock, da noch fucking 10 offen zu haben. Ja, fühle ich auch sehr. Man muss Meter machen. Ja, ist ein guter Punkt. 10 ist krank. Ja, 10 ist zu viel. Nichtisch. Die Schere. Oh. Oh. Wir sind so krass gut in der Zeit, ne? Aber wir können das hier ehrlich unter 30 Stunden schaffen. Das wäre krank. Und das ist schon wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und selbst dann werden alle eingeschrieben, Change war eigentlich gar nicht so krass. Nee. War schon leicht. Hallo. Ja. Das was Game. Machen wir? Vollgeist. Ey Jungs, ich weiß nicht, wie ich das mit Mario Kart vermarkten soll. Ehrlich. Das war der urwürdigste Urwürd-Call überhaupt in der ganzen Challenge. Schlimmer als 3 Warzone. Eli, das kannst du bei aller Liebe nicht ernst machen. Was bin ich denn hier hörend? Man muss Konsole switchen und alles. Anmelden, einladen, Nintendo-ID. Das ist krank. Absoluter Krampf. Alter, das ist 30 Vollgeist-Wins. 30 Vollgeist-Wins. Eli, wirklich. Du weißt, dass es der Wirt ist. Du bist der Wirt. Du bist wirklich die Wurzel an Übels. Nein. Invite me. Ja, lade mich doch ein. Du hast alles viel zu gut, Mann. Ist so, auch viel zu viel Spaß, ne? Viel zu viel Spaß. Ja, hier und da mal gebrochen gewesen. Aber es ist schon wirklich zu spaßig eigentlich für die Challenge. Noch ein Warzone hinten ranhängen, sag ich. Lacher Challenge. Nee, Warzone Win mit 15 Kills zusammen als Team, sonst nicht. Genau, sonst Bein ab. Ich hab die Dose eingeladen. Ich hab die Dose eingeladen. Dose ist klar. Ich dachte, Michi, an, ich gehe auch kurz. Ich gehe kurz pissen. Starte. Was ist jetzt los? Geh kurz pissen. Okay, geh kurz Bäcker. Nein. Bäcker kann ich jetzt nicht denken.
Wollen wir jetzt warten auf Ward kurz oder nicht? Junge, wisst ihr, Leute, wisst ihr, wie lange das jetzt noch dauern wird? 20 Vollgas-Wins zu holen? Ich geh pissen, ja, wenn ich auf Kabel eine Runde, dann, ja, lach. Beinahe. Ey, meine Augen sind so am Arsch. Wenn ihr wisst, Chat, wie verzweifelt ich bin. Ich hab mir verzweifelte Zeiten. Bei verzweifelten Zeiten erfolgen auch verzweifelte Maßnahmen. Ich habe mir eine Dönerbox bestellt. Mozzarella Sticks. So tief bin ich mittlerweile gesunken. So tief. Ja. So tief bin ich mittlerweile gesunken. Dönerbox lachen. Geil. Digga, ich bin hier so stehen, K.O. Weil davor habe ich, also, ich bin jetzt seit, habe mich aufgestanden, um 9, ja, 9, weil wir um 10 Uhr Treffpunkt hatten, Digga. So, dann bin ich aufgestanden gestern um 9 ungefähr. Das heißt, ich bin jetzt seit 24, 9, 33. Ich bin jetzt seit ungefähr, ja, so 33, 34 Stunden wach. Hab ein Fußballspiel intus. Und hab davor auch nur irgendwie 4 Stunden oder so gepennt. Weil ich um 9 aufstehen musste und mein Schlafrhythmus am Arsch ist. Ich gehe immer so 4, 5 Uhr pennen. Das heißt, Freunde, ich bin gerade einfach nur. Ich bin einfach nur da gerade. Ich verstehe gar nicht mehr, was gerade passiert. Ich fühle mich, als wäre ich. Richtig, ja. Na, ja, kriegen wir eine zweite Nachricht. Hier ist jemand mit einem Sub im dritten Monat. Ich lese mir seine letzten Nachrichten vor. Also, 22.10. Spiel lieber Weekend League. Das ist ja bodenlos anzuschauen. Wie kannst du nur? Nächste Nachricht, 2 Tage später. Die ganzen 13-Jährigen, die hier plus einschreiben, haben bis jetzt eh nur ihre Mütter geküsst. Nächste Nachricht. Lass mal bitte den ganzen Abend über Ronaldo reden, Kappa. Nächste Nachricht. Eldos ist ein Schwanz. Nächste Nachricht. Geh doch nicht weg. Nächste Nachricht. So viel zum Thema 17.3. So nicht. Nächste Nachricht. Miki ist so nervig. Nächste Nachricht. Ausrufezeichen Follow. Nächste Nachricht, du hörst dich an wie ein scheiß Allmann, was laberst du? Scheiß mit einem S. Nächste Nachricht, kannst du dich mal anstrengen? Nächste Nachricht, heul leise. Mods, wieso ist so ein Bastardsohn überhaupt bei mir noch nicht gebannt worden? 20 Nachrichten, 2 Timeouts. Kuba, hey. Mal kurz entbannen. Hey Bro. Nee, jetzt nicht, Willi. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Warum bist du mit Omets Dings Discord hier drin? Weil ich gerade im Büro bin. Was ist denn das? Was für ein Büro? Wir haben noch ein eigenes Büro in Nürnberg. Aha. Ach so, wegen Dings, ja. Mhm. Okay. Wollte ich fragen, wie es dir geht. Ja. Ich finde es sehr gut, dass das so gut läuft. Ja, mir geht's gut. Hört sich auch sehr gut an. Mir geht's gut, Bro. Du weißt doch, wie es läuft. Ayo. Halt die Ohren steif, ha? Ayo. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich schaue mir das ein bisschen an, ja? Ja. Sieht sehr gut aus heute. Dankeschön. Nicht dafür, Bro. Nicht dafür. Dankeschön. Möchte dieser Kuba noch was sagen? Er ist entspannt. Kannst du mal was reinschreiben? So, Road to Must. Oh, das sag ich dir ungerne. Warte mal, habt ihr nicht gestartet? Hallo? Miki ist beim Bäcker. Nee. Doch, er hat losgelassen. Nee. Ich weiß nicht, wer er ist. Er ist auf jeden Fall nicht da. Kuba schreibt, hab ich schon. Was los, Bro? Was los, Bro? Hab ich schon. Was nee. Los, Bro?
Kuba, bist du geistig eingeschränkt? Nee. Oh, ich bin jetzt aber da. Oh. Nee. Doch, was ist denn hier los? Warum, was los? Danny. Hallo? Ja. Was geht ab? Nix bei dir, mein Schatz? Nochmal blamiert. Bin noch da, Digga. Wir waren doch auf Rohat. Er ist der Wirt. Du bist ein erwachsener Mann, weil du hast seit Januar 12. Du bist der Mensch. Wahrscheinlich. Jungs, tut mir leid, KFC muss da raus. Papierkugeln raus, wirf den imaginäre Papierkugeln ab. Kuba, piss dich aus dem Chat. Okay, Jungs. Du bist der Wirt, Kuba. Lade mich ein. Merk dir das, wenn du nachher schlafen gehst. Einladen. Kann man denn so toxisch sein und immer alles anmachen? Nicht nur mich, auch die Community. Und Eldos, er hat Eldos beleidigt. Wer hat Eldos beleidigt? So ein Knecht aus meinem Chat. Verdient. Ah, verdient. Was? Wo ist jetzt, wo ist Mickey? Achso, ich bin noch da. Digga, das ist irgendeine Edition? Irgendeine Sonderedition aus Japan, Red Bull. Noch nie gesehen, Chat. Das ist so ein Sammlerstück. Das hau ich mir jetzt rein. Probier ich. Digga, ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, bisschen wie Watermelon, bisschen wie... Also dieser Clip, Digga, wirklich. Also schmeckt auf jeden Fall, also schmeckt geisteskrank. Aber ist auch übel teuer, weil es so ein Sammlerstück ist. Also das hat mich heute geflasht. Das hat mir heute alles gegeben. Guck mal. Nice Granate, Eli. Nice Granate, Eli. Richtig geile Granate. Boah, geisteskrank. Boah, guck mal. Oh mein Gott. Also Eli, Digga. Das ist ja geisteskrank. Also sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Also geistesgestört. Also Eli, ich habe mir nochmal den Clip angeguckt vorhin mit der Granate, ne? War aus Versehen. Digga, geisteskrank, Digga. Vor allen Dingen, wie Ryrex auch gar nicht reagiert. Er ist einfach stehen geblieben und gestorben. Er hat nicht gecheckt, warum er stirbt. Game of the Year? Game of the Year, sowas passiert auch mal in Game of the Year. Hast du schon mal, ein Weltfußballer hat auch mal einen Elfmeter verschossen. Passiert sowas. Digga, das war kein Elfmeter. Das war ein Elfmeter, wenn kein Torwart im Tor steht. Sag ich. Jungs, sind ihr alle da? So, mute. Digga, wie kann denn schon einer durch sein? Festzeit an 69 Jungs. Ich kann das nicht. Nein. Nee. Doch. Nee, oh. Was ist da? Festzeit an 69. Digga, auf die Dinger! Bin ich schon so lang gespannt. Glaubt ihr, die können was? Ich trinke Wasser. Ich trinke die ganze Zeit Wasser. Aber ich merke langsam, wie es mir nicht, also wie ich so wieder müde werde. Deswegen Red Bull.
Die sind ganz gefährlich. Wenn ich jetzt weiter esse, ist die Packung leer. Ist das krass. Mit seiner blauen Mütze, wo ist er? Da hinten. Das ist halt immer am besten. Digga, wirklich, dass ich das stumm in der Folge, es ist so ein Nachtritt. Wir sind 20 Stunden, also nicht 20, also wir müssen hier noch 20 Wins holen. Opa! Game of the Year. Digga, hätten, ich sag ehrlich, weißt du, was der Call gewesen wäre? Was? Fall Guys. Ja. Mhm. Naja, ja. Irgendwie so, an, Fall Guys nach Warzone hätten wir machen sollen. Nein, komm mir nicht. Fall Guys kannst du auch Braindead spielen. Ja, ich sag dir warum, Digga. Weißt du, die Lobbys heute um 7 Uhr oder 8 Uhr, die wir hatten, Digga, da waren 20 Leute drin. Ja, war geschenkt. Ach, da ist er. Festhalter 69. Und hier ist wieder ein Festhalter 69 drin, Digga. Guck dir euch an. Und warte, hier kommen auch nur 19 weiter. Guck dir Festhalter 69 an. Nee, Mario Kart ist der Wirt. Ich bin doch voll sauer, dass Mario Kart überhaupt drin ist. Morko, Jan Monster und sehr unkreativ. Kuss. Mario Kart ist der Wirt. Ich sag dir ehrlich, Mario Kart ist der Wirt. Nicht mal vom Ding her, sondern so dieses Umstecken. Es wird krachen bei dir. Ja, wird krachen. Den gebe ich dir. Warum gibt's denn eigentlich keine Mario Kart Turniere mehr? Weiß ich auch nicht. Die größere Frage ist, warum die beiden Fettsäcke sich gemutet haben. Puh, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ne, ist voll entspannt, Sydney, um sich dann einzuladen. Umstecken 0 von 3. Umstecken 0 von 3 würde ich loslassen. 20 Wins. Bro, weißt du, wie lange wir hier noch sitzen werden? Really, erzähl das niemandem. Du bist der Wirt. Du bist der Wirt. Du bist verantwortlich für diese 30 also, Wins hier. Danny, Festhalter 69 ja, in der Lobby. Ich hab ihn eben gesehen. Ich bin fast erstickt beim Essen. Bin schon wieder am Massen. Da, ich heb die Schere. Hebst du die Schere? Mhm. Aber mit Herz und Liebe hebe ich sie. 58. So ein Gamer. Alter, Fettvieh. Erster. Oh ne. Absolute Gegner, Jungs. Absolute Gegner. Ja, Mann, ich habe nicht einen Fehler gemacht, war Vierter oder so. Ich auch, ich hab so clean gespielt. Eli, du hebst es einmal noch bitte die Share. Das ist geisteskrank. 30 Wins. Oh mein Gott, das wird ein Bruch. Chill, oh. Bro! Chill, my Bro! Digga, wisst ihr, was krass wäre? Oh. Ihr wisst, was krass wäre. Was? Drogenprobe. Hm? Das ist auch immer so gut. Wir brauchen nur Sprungprobe, mehr brauchen wir nicht. Ich wollte erst noch irgendwie dreimal auf Grauenvoll, wie das heißt, bei Phasmo oder so reinmachen. Phasmo oder Ghostwatches. Mario Kart ist der Wirt. Ich weiß nicht mal, ob meine Nintendo Switch geladen, also so die Controller und so. Ich weiß, ich habe auch keinen Nerv, das irgendwie anzumachen. Sauber, da lasse ich jetzt los. Da werde ich loslassen, Chat. Bei Festhalter 69 werde ich loslassen. Und da gibt es auch wieder, sorry. Bei Stream Snipen gibt es die Werbung. Danke euch. Was meint ihr, Jungs? Wie lange brauchen wir noch? Mach Eli stark. Ich sag, wir brauchen noch so einen 8er Lachs.
Nee! Halt dein Maul, der! Das kann ich nicht mehr, 8 Stunden jetzt. Das kann ich nicht mehr. Digga, er ist der Beste auch. Bester da? 160. Schieb mich an, wenn du ein Sohn bist. Ja, er ist ein Sohnemann. Oh mein Gott. Ich hatte so Stress gerade. Eli. Eli, lass los. Obwohl, lass noch nicht los. Doch, du musst loslassen. Oder? Was hat er? Na gut, mein Essen. Sprungprobe. Sprungprobe! What, bro? What? Ja. Oh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Monopoly später? Ja, nein. Dass ich planen kann? Schwer. Nein. Okay, Danny? Ja, Bruder, erst gerne. Mhm. Okay, easy. Freu mich. Dann mach ich die Lobby. Ich meld mich. Hm? Perfekt. Aber nur, wenn ihr wieder Dragon 1 gegen mich spielt. Nur, wenn wir nicht getauscht spielt gegen mich. Und ich Stars nur zu bodenlosen Preisen bekomme. Nur dann bitte. Bester Alter, wenn du wahrhaftig ein Sohn bist. Ein Mann, der aus meinem Sack entstanden ist. Dann wirst du jetzt hier den freien Fall nehmen. Du wirst... Oh, er wird schon andere abfacken, glaube ich. Du wirst dich dem Karl als Tribut anbieten. Indem du dich einfach ins Verderben reinstürzt für mich. Als Beweis der Treue. Lacher, Patrick. Ja, Mickey mag er nicht. Mickey mag er nicht? Weiß ich nicht. Ist es kein Sohnwort? Ich weiß es nicht. Festhalter ist ein Sohn geworden. Ich glaube auch. Er wählt nicht den freien Fall. Vielleicht wird es sein Dolch. Oh, weiß ich nicht, macht auf jeden Fall nicht gut. Wenn er raus ist. Lacher, Festhalter. Er mockt. Hohe Artikel wir auch übrigens alle gewinnen, ne? Können nicht alle gewinnen. Echt jetzt? Können wir. Okay, ja, echt jetzt. Haben es Zane und Mickey schon einmal geschafft. Aber ich hab's noch nie geschafft, sie durchzuhalten. Obwohl ich eigentlich echt gut bin in dem Spiel. Aber da muss man schon 5 Minuten. Da muss man eine krasse Rolle haben, ne? Die Rolle ist sehr schwer. Ja. Weißt du, wie ich mein? Warum sagst du das? Ja, Digga. Ja, nee, ist meine Schuld. Tut mir leid. Nee, ist meine Schuld gewesen. War scheiße von mir. Nee, war meine Schuld, dass ich es gesagt habe. Mein Problem. Soll ich verziehen. Ich hab ne Strat. Ich bin ein Bastard. Schere hoch, Arm ab. Boah, freut mich einfach. Gib die Schere. Digga, warum ist denn das so schwer geworden, Mann? Esther, da will ich ihn brechen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Nein, nicht heute. Nicht heute, Festhalter. Und Digga, er muss es doch verstehen, Festhalter 69. Ich dachte, er ist ein Sohn geworden. Oh nein. Nimm den freien Fall, Festhalter. Nein. Festhalter. Ewiger Zweiter gegen Festhalter. Mickey ist ein fucking Macher. Ich weiß nicht. Ist er respektiert euren Captain.
Warte mal, ist es ein Sohn gewesen? Nee, ne? Nein, das halt hat gedolcht. Ohne Ende. Er wollte nicht mehr, ja. Geisteskrank. Digga, aber Festhalter war doch mal cool. Was ist denn passiert mit ihm? Ich bin auch unsicher. Was ist denn aus Festhalter 69 geworden, Digga? Teil der Crew, Teil des Bruchs. Und die Runde. Carry. Ne, war stark. 11 haben wir jetzt, ne? 11! Ready up. Teil der Crew, Teil des Bruchs. Jungs, ich will hier nicht der Wirt sein, aber ihr werdet erstmal nicht auf mich zählen können. Warum denn bitte? Ich esse. Was machst du? Ich bin extrem tief gesunken, ich habe mir eine Dönerbox bestellt. Warum? Extrem tief gesunken. Sagst du, das machen Millionäre sonst nicht? Hörst du nicht für Millionäre? Nein, wer bestellt sich eine Dönerbox? Ja, eigentlich schon. Generell Döner bestellen, außer Döner-Teller, eigentlich respektlos. Komm jetzt immer labbrig. Hä, warum bockst du nicht Teller? Ja. Eli, beantworte mir diese Frage. Hey, Olli. Hä? Hab ich von Sydney. Was? Sydney ist der Wirt. Ich hab's von ihm. Was denn? Dönerbox zu bestellen statt Döner-Teller. Okay. Kann man machen, so, aber nicht so mein Jam. Miki, sehr schön. Direkt erste Runde win, so kann es weitergehen. Ja, ich muss ein bisschen nachziehen, ich muss ihm helfen, aber ich mocke. Masshörner, ihr werdet euch entspannen. Oh, sorry, Chat. Wunderbox mit Fleisch. Ist bei uns schwierig. Wir haben kein richtig geiles Fleisch so. Aber so gut ist sie jetzt auch nicht, ne? Ich habe lange keinen Döner mehr gehabt, wo das Fleisch so richtig krasser, wo ich dachte, wow, was ein heftiges Fleisch. Das ist dead. Gibt's ja auch nicht auch. Ja. Ah, ich weiß nicht. Also, ich bin halt nicht so oft in irgendeiner Großstadt zum Beispiel. Bei uns, ich meine jetzt so in so einem kleinen Kaff. Hat nicht viel Auswahl und da krasser. Wie ist der Döner bei euch im Kaff? Ja, wir haben hier so einen neuen Laden bekommen. Das war auch eher so restaurantmäßig. Eigentlich am Anfang so krass, das Fleisch, alles so krass. Dann haben die halt gemerkt, okay, läuft der Bums. Und dann, ja, wurde halt da die Qualität wirklich massiv untergeschraubt. Ja. Also ich würde sagen, Döner da. Boah, ist der vielleicht eine 7. So, schon nice so, aber kann man nicht höher gehen. Kann man nicht machen. Ich werde dir keinen Namen nennen. Ich werde mich nicht unbeliebt machen, ich habe Angst. Digga, bei mir in meinem Kackdorf hat ein Burgerladen aufgemacht. Und ich schwöre, der Burger schmeckt sogar gut. Das ist eigentlich Highlight. Ja, guter Burger ist auch schon geil, wenn man nicht spielen kann. Teil der Crew, Teil des Bruchs. Jungs, Müdigkeitscheck, wie sieht's aus bei euch? Geht. 5. Kommt langsam wieder, aber merke ich. 5? Also wenn wir gleich nicht, also wenn wir nicht schnell die Wins haben, dann kommt's sehr, sehr schnell, glaube ich. Also ich hatte eine echt schlimme Phase, aber ich sag dir, wenn man seinen Körper ignoriert und ihn signalisiert, hey, hör mal zu, heute ist es nicht mit Schlafen, dann lässt er irgendwann nicht los. Irgendwann lässt er dich los. Dann ist es okay. Bei mir war vorhin echt so 9,8 vor 10. Es ging nicht mehr viel schlimmer. So hat es selten gekracht. Heb die Schere, Fettvieh.
Mozzarella-Sticks. Meine zweiten. Ich habe mir zweimal innerhalb von 24 Stunden Mozzarella-Sticks bestellt. Sydney und du bist der Wurst, sie haben Ketchup vergessen. Mal wieder. Dein Laden. Die waren bei dir, oh. Aber mit der Leiter. Was ist so euer Favorite-Essen zu bestellen? Sushi? Ja, Sushi ist halt so, weil Sushi und ist safe halt Hase, so sicheres ja, Ding. Ja, sichere Hase. Sichere Hase? Seid ihr krank, Digga? Bei Sushi kann man so viel falsch machen. Nein, zu bestellen, also weißt du? Also unser Laden ist gut. So. Aber ich habe auch nur einen Laden. Und da kracht es auch beim Mindestbestellwert. Da dreht es mich da wirklich. Ich geh gleich. Ist halt so Nudeln gehen immer. Übrigens, ich kann das Game nicht. Oh. Was ist los, Rot? Bin raus. Och man, ey. Ey, ich bin nicht mit der K. Ich muss den Titel ablegen. Ich bin Wirt. Ich bin nicht würdig. Mann, fahr nach. Es ist so schlimm, wenn die an dir vorbeigehen. Macher. So. Wer hat das eben gesagt? Mit Titel ablegen und so, hä? Du selber. Digga, du kannst mir doch erzählen, was du willst, aber das kann doch nicht sein, dass sie das so schnell hinkriegen. Wie kriegen sie. Wo sind diese Dinger? Hä? Du musst immer hin und her laufen eigentlich. Digga. Die Bußfeldern. Die spawnen immer wieder. Oh, dem einen. Und liefert nicht mal jemand hin. Wenn ohne Lieferservice komplett. Boah. Alter. Oh, Krax. Ja. Gut. Aber sowas ist nicht gut, nicht wenn es so lange braucht. Illegaler Wintergames, Digga. Was? Ist Mickey noch drin? Ja. DJ oh mein Mast. Gott. Mach ja. Gott. Kannst du nicht, Chat, ich bin der Wirt. Ich bin, glaube ich, der Wirt. Ich bin hinter dir, alles gut. Ich schieb dich an zur Not. Ja, meine richtige Lacher-Challenge. Lacher-Challenge. Digga, jetzt 20 Folge ist Wins, ist sehr krank. Also ist sehr hart. Nee. Aber Mario Kart ist der Wirt-Call gewesen. Die eine ja, Runde da. Wenn man das dann noch machen muss, ist ekelhaft. Umstecken. Fühle ich aber auch. Ich würde auch gerne einfach absaften nach einer Vollgeist. Mann, ich bin da ja. Digga, wir sind safe noch bis um 2-3 hier, Mann. Ey, bitte sag doch sowas nicht. Doch, Digga, 20. Gar keinen Fall. Ja, dann, also wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns alle richtig anstrengen und einfach mal Sprungprobe kriegen. Also wirklich. Nein, aber ich will jede Runde gewinnen. Ich spiele hier einen auf, Chat. Ich spiele hier einen auf. Ja, in den Stinker-Lobbys von Mickey natürlich wird gespielt. Oder von Eli am besten noch. Mario Kart wird auch so einen braucht, Digga, so ein Wirt-Call von dir. Nein. Guck mal, wie spielen die Leute, vertrau. Wie spielen die Lobby von Eli? Die Lobbys von Eli? Mit 200 Punkten gucken die Schweine da rum. Wir lassen Eli einfach vorfahren. Picken die hinten einfach durch. Na, Atlantis.
Digga, was für Bruchspiele. Nur Nottenspiele. Aber sind nur 19 Wins, Jungs. Ich glaube, beim Schleimkampf jetzt... habe ich zum ersten Mal Mastschubbels live miterlebt. Als er Folgerschwind machen musste. Und only Schleimkatzhammer nicht gespielt hat. Weißt du noch? Was? Ja, ich weiß das. Ja. Hätte eine Schere, Fetti. Ich krieg die Schere, ich weiß nicht wofür, aber ich wüsste. Den ersten Mastschubbel, den ich live miterlebt habe. Von den vielen. Aber ich in Schleimkraxler damals miterlebt, wo du only Schleimkraxler gespielt die hast. Die Frage, ob geschummelt wird, wird gar nicht mehr gestellt, sondern nur noch wie oft. Aber das Dreisteste, was jemals war, war die Schummelbrille. Die Brille war krass, Digga. Die Brille war sehr krass. Aber sie wurde nicht bewiesen, sag ich. Die Schummelbrille war geisteskrank. Digga, seine Kraft. Hat einfach gespiegelt. Digga, man hat einfach seinen Monitor gesehen mit seinem Chat im Hintergrund, Digga, es ist so krank. Und aber auch es wurde nicht bewiesen. Es kommt noch vor das Bruchgericht. Das Urteil wurde noch nicht gefällt über die Schummelbrille. Es ist nichtisch. Es gibt keine Beweise. Keine Beweise, keine Strafe. Strafe, ein Bein ab. Jungs, passt dir jetzt auf, es kracht dir gleich. Ist doch nicht zu knapp. Digga, was sind das für Spiele? Digga, ich schwöre, das... Sima! Mickey! Nein. Hab einen gefickt, was er... Ach, komm. Na, ja, schön. Mir geht's ja nicht, der wird. Pass auf, Jungs, boah, ich krass gleich. Es klappt gleich hier oben. Ihr müsst hoch. Vertraut auf den Karl. Nee, Danny. Oh mein Gott. Digga, nicht gegenseitig rauskicken. Chat! Bro, der eine hat ja richtige Probleme. Ernsthafte, realistische Einstellung, wie lange wir noch brauchen. Nein, Jungs, bitte. Nein. Hört doch mal auf damit, Digga, Real Talk. Ja, es ist Mickey, der Urwirt. Die Schere, Karl. Die Schere. Ich bin ein Bastard, ja. Das ist so eine schwitzige Nuttensohn-Lobby. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich krieg den Achselschweiß bis hier. Digga, was ist das für eine respektlose Lobby, Mann? Die Schere, Karl! Ey, schmeiß das Ding nochmal rüber! Schmeiß das Ding rüber! Ja! Warte. Rüber! Ach, Digga, wirklich, ne, Mickey? Och, Digga, ist das, das ist... Wenn jetzt Sprungprobe kommt, dann Digga, wirklich. Digga, das... Digga... Alter, nach 26 Stunden, ne? Dafür lebe ich für den. Das ist der Damage, den ihr mir zufügt, wenn er in Valo noch mit mir redet zum Schluss. Ich will gerade zum Schießen ansetzen und er labert mir rein. Das war der gleiche Damage, den ich dir gerade zugefügt habe. Wichtig und ja, du fettest Notenvieh. Wenn du stirbst, sagst du, oh, die konnte ich einfach nicht kriegen. Redest auch noch weiter. Da ist das wieder gültig. Bei mir ist es nichtig. Und das größte Kriegsverbrechen, was ich da mache, Digga. Die Krake ist da, denn ich lass los. Nein, bitte. Oh, Mann, nein. Wer ist noch drinne? So. Nur Mickey? Eli auch. Ah. Oh. Das Ding ist durch. Kreis X. Die dringen gleich am Rad und gehen schlafen für 6 Stunden, sag ich. Eli? Digga! Seine aggressive Banane. Aggressiv?
rüber auf, zu den Feldern und wenn sie rüberspringen, hältst du sie fest beim Springen. Tu es. Sei der dunkle Wirt. Auf das Feld daneben springen jetzt. Ein. Lass dich nicht ärgern. Edi, bleib ruhig. Bleib ruhig sein. Du bist der Wirt, Edi. Pass auf. Pass auf, Edi. Nein. Wohin, Eli? Hä? Geh doch nach rechts! Ist das geisteskrank? Und wir gehen her! Ja! Digga, diese Runden brechen echt krass, Jungs. Das geht. Das dieses Fick-Krakenspiel, wirklich. Du kannst Jungs, nichts machen. Digga. Manchmal, das Ding ist, das ist ein Coinflip. Du, wie du dich in der Luft drehst und ob du aufkommst oder nicht. Und dann fällst du halt runter. Wenn du mit dem Rücken landest, wie willst du dich drehen in der Luft? Du kannst dich nicht drehen. Und dann klatschst du auf und fällst runter. Krass, ehrlich. Du musst reisen, du musst reisen. Reiseführer. Digga, wie kann er einfach, wie kann er da wirklich aber gerade ausspringen? Boah, Digga, hier. Aber los. Wo meinst du geradeaus? Was meinst du? Wie sollen wir das nicht gesehen. Was meinst du denn? Ey Jungs, wir brauchen jetzt paar Dings, Digga. Wer ist es nochmal? Sprungproberunden. Ja. Aber wenigstens alle ins Finale kommen. Durch. Wir haben 11 Wins, ich kann nur gar nicht eins haben. Ich bin im Loch. 19 Wins brauchen wir noch. Digga, ey, Mann. Ich hätt's also geholt, ja, ist auch so. Digga, wenn wir zu vierten Win holen, haben wir schon die Hälfte. Boah, langsam solltest du es auch akzeptieren. Nein, nein, nein. Was, die Hälfte von 19? 4? Was meinst du? Heb die Schere! Jim. Heb die Schere, Danny, heb die Schere. Schere. Ja, Matze, trotzdem ist es einfach das sind noch 19 Siege, Digga, das ist einfach komplett delusional, die Scheiße. 19 ist echt viel. Wir sind nicht mal nah dran, so. Nicht mal die Hälfte. Es wäre so eine Banger-Change auch gewesen mit 20 Fall Guys Wins. Mhm. Ich so, wenn du die Edi ist. Ich hoffe, du schmatzt ab, Edi. Oh, du schmatzt richtig ab. Wir brauchen diese Sprungproberunden. Und von der Gier getrieben. Wir brauchen die Sprungproberunden, Jungs. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir die Zeit kürzen können. Mhm. Aber wir könnten auch jetzt legit erst, keine Ahnung, vier Velo haben, 5 Fortnite und erst ein Warzone, ne? Wäre auch eine Option gewesen. Dann wäre es ein Augenbrauer gewesen. Ja. Aber wie wollen wir das denn steigern? Das kann man nicht mehr steigern. Vor allem, weil es jetzt ohne Schlafen gemacht wird, ist nicht zu steigern, sage ich. Ach, Digga, dieses Bastardspiel. Immer jedes Mal dieser eine dreckige Sprung. Ich mach gerade spannend, Shit. Immer nicht für den Weltrekord wie sonst immer. Und sie blocken. Hebt die Schere, Karl. Hebt die Schere. Mann. Digga, ich bete so heftig auf Sprungprobe, Digga. Ihr könnt das euch nicht vorstellen. Ja, sehr cleaner Run-Chat. Ich spiel den Topf der Gier. Was? Was? Spielt ihr oder spielst du? Für wie viel Geld würdet ihr jetzt noch 2 Warzone-Wins hinterher machen? 10 Naschis. 10 Naschis? Quatsch, Digga. Gar nicht, kann ich nicht tanken. Vielleicht, wenn ich mit Matze und Pentagon spielen darf, so dann würde ich das machen. 10 Naschis würde ich geben.
Bescheid mehr. Hör nicht auf mich. Willi, du bist doch eigentlich der Bringschuld. 7 Krawalldosen habe ich hier weggepfeffert. Ne, 8. Über 8 habe ich weggehauen. Und die wohnen teilweise echt zum Urwirt. Aber, Digga, ich habe das den ganzen Tag so ein bisschen verfolgt. Danny, du musst, ihr versteht gar nicht, wo, in welcher Situation ihr seid. Ihr seid geisteskrank. Ist so, oder? Digga. Ehrlich, als du wach geworden bist, hast du gebrochen, als du Warzone gesehen hast, dass es fertig ist? Unglaublich traurig. Hand aufs Herz. Unglaublich traurig, denn ich kommuniziere das so, wie es ist. Richtig traurig. Aber ich kann nicht mehr weiter. Schau im Leben. Ich hätte den Stream sofort ausgemacht, hätte ich das gesehen. Ich war Zähne putzen, guck drauf, sehe Eli da sitzen. Und dachte mir so. Scheiße. Ja. Hoffentlich werde ich noch richtig. Morgen erstmal im Arsch. Jungs, ich brauche diese Sprungprobe, sonst bin ich out. Boah, du schaffst das, du bist der Beste. Boah, du verstehst nicht, oder? 11k Naschis, ja, komm, für 11k Naschis, Hilfe. Würde ich machen für 11k Naschis. Normal. 11! Hurensohn-Alarm! Hurensohn-Alarm! Eli, wir müssen weit reisen. Danny, ich. Reiseführer. Lara! Wir müssen die Reise ohne mich gehen. Na, nein! Nicht bei dem Spiel hier. Oh nee. Imagine, es scheitert jetzt an Fall Guys. Kann sein. Frage ich, so wie es ist. Dann ist es Elis komplette Schuld. Sag ich. Ja. Digga, der erste, der drin ist, ist ein Geek und heißt Dax hat Knacks. Wenn du kein Sohn bist, wirst du enterbt! Edward, Mara. Ist das geisteskrank? Ja, Jungs, bei mir kickt's langsam. Ich werde wieder müde, Eli, und das ist bitte, richtig tu mir das. Eli, tu mir das jetzt hier nicht an. Du kannst es schaffen, Eli. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Schäl dich jetzt. Du hast es. Du hast es. Nee. Oh mein Gott. 20. Ein Sohn? Ein Sohn! Lauf rein. Ich kann das nicht. Ich glaube, er war dumm, er hat mich die ganze Zeit festgehalten. Ja, er war auch nur ein Wirt. Gönn Sprungprobe, Digga, bitte. Ich glaube, er war dumm. Jungs, hier kracht's. Vergleich es mal mit den Wins, die wir am Anfang hatten. Da hatten wir nach 2 Runden alle. Digga, bitte nicht! Es kracht. Nicht 3. Ein süßes Ummelkreisel. Och man, ey. Och, Digga! Es ist 3 und ohne, Bro. Ja. Das Ding ist durch. Ja, Jungs. Wenn es einer von uns schafft, du musst den einen zurücklassen. Die anderen. Lass sie zurück. Es geht sofort auf mich. Jungs, ich werde nicht alt hier. 97 wird, Jungs. Wir werden das nicht schaffen können heute. Ich bin der Wirt. Auch mal Stumble Guy starten, sag ich. Mach's Schummels. Bitte.
Felsenrohr, ich brauch dich jetzt hier. Ich lass mich los, Digga, lass mich los. Raus, Kreis X. Kreis X, Kreis X, Kreis X. Alle raus! Akzeptiert die 28-Quote. Jede fünfte Runde davon überlebst. Aber weil der Hurensohn mich auch festgehalten hat. Jungs, lass uns Dumbleguy spielen, mach Schummels. Unter uns, das wird nicht. Ja. Mach Schummels, Stumbleguys. Ja, wir können nicht. Eli, dreh jetzt mal an diesem verfickten Rad. Ich will es jetzt sehen. Mach einfach zwei Optionen. Schlafen, ja. Also einmal schlafen, keinmal schlafen. 0 oder 1. Dreh jetzt da dran. Nein, du drehst nicht. Wir werden so. Wir schaffen es. Das geht nicht. Ihr seht ja, was da los ist. Jede Runde wegfliegen. Du musst reisen. Das ist geisteskrank, Alter. Ohne Schlaf ist schon Lacher genug, ehrlich, ich kann das nicht. Ich schwöre, jeder ist ein Bastard, der das hier Lacher nennt. Wirklich aus tiefster Seele ein übelster Bastard und ein Urwirt. Digga, das war alles andere als Lacher. Das ist. Das ist die krasseste Challenge, die je gemacht wurde, sage ich. Hm. Boah. Miki, hattest du mal 3 Warzone-Wins in einer Challenge? 2. War maximal. Ja. Nicht mal Close. Hatte ich auch. Hatte ich auch. Da habe ich 1 Warzone-Win geholt nach 12 Stunden. Und dann beim anderen wurde ein bisschen gemogelt. Ich weiß gar nicht, was da war. Ah, mit Pro, stimmt. Ey, zeigt ihr euren Bildschirm? Ja, ich hab Fullcam. Schere ist oben. Mann, Digga, ist doch kein Wunder, Mann. Ja, die labern nicht. Das ist das erste Mal, was jetzt passiert ist. Ja, vorhin Miki auch. Aber die sehen doch nicht, auf was für einen Server du wechselst. Nur wenn du suchst. Mach den Bock nicht fett, sag ich. Wie war auch Liebe. Aus. Jungs, wir können dich vorstellen. Ey, das Das Schlimme ist jetzt einfach diese ganzen Games wieder auf Dauerschleife, ne? Ja. Alles für einen potenziellen Win. Und wir brauchen davon 19 Stück. Alles korrekt. Die Uhrzeit war Quatsch. Wir hätten um 3 Uhr morgens das machen müssen. Ja, da hätten wir aber Warzone nicht hinbekommen. Das stimmt. Ja, wir waren in der Zwickmühle. Wir waren im Lariat. In der Gabel waren wir. Was ist das jetzt? Wie von einem Springer, sag ich. Wo bin ich denn? Ja. Ist das geil. Warum springt dieser Hurensohn nicht, Digga? Was ist das denn hier gerade? Hält sich nicht fest. Also jetzt habe ich alles gesehen. Was ist das gerade? Jetzt habe ich alles gesehen. Bei mir hat's gebackt. Bist du raus? Nee, aber. Irgendwie. Ja. So, Chat, statt 19 Fall Guys Wins so ein Warzone. Austausch, sag ich. Gültig oder nüchtig? Würde ich nicht machen. Ist nüchtig. Ja. Nee? Nee. Hast du gesehen? Natürlich nicht, denn. Habt ihr das gesehen? Jetzt wollen die brechen. Ich würde es so machen, ne? Würd ihr echt nicht machen? 19 Folge um die Uhrzeit? Ich würde es so machen, ne? Um die Uhrzeit? Ja. Ich würde so, weil da ist jede Runde, da kann es jede Runde was werden. Hier haben wir 19 Runden. 19 potenzielle Runden, wo wir immer gewinnen müssen. Nee. Boah, so hast du jede Runde Hoffnung, das Ding zu Ende zu machen. Die Blitz. Ey, Digga, es kracht. 3 Verweisungen gegen 5 Wins. Jungs, ich würde es tanken für euch, glaube ich. Nur für euch. Jetzt einfach die Backfree-Back-Krawalldose vernichten, damit wir 5 Wins weniger machen müssen.
kurz tanken. Ey, Jungs, ich werd richtig müde. Rohrt, du es nicht. Wie viele Stunden, Rohrt? Wie lange ich schon wach bin? Ja. Müssen jetzt 36 sein. Ja. Dann kommst du jetzt 36? Jetzt geht's los. Was? Jetzt geht's los. Ey, Jungs, das macht keinen Sinn, was wir spielen. Ich bin jetzt... Stumblegeist auch, sag ich. Jetzt kommt bei Ruhr der Wahnsinn. Ruhr, ich... Und dann kannst du ihn komplett loslassen. Dann kommt der Kreislauf. Ich bin bei 31 jetzt, glaube ich, so auch schon. Ja, ich müsste bei 31 sein. 31 ist doch dein BMI, fett wie. Kommst du da hin, sag ich. Sag ich auch. Jungs, lass uns schlafen gehen, sag ich. Natürlich. Dir kein Licht. Ey, Jungs, ich kann nicht mehr. Oh, je, was? Ich kann wirklich nicht mehr. Ort, willst du die Schere heben? Ich kann das nicht mehr tanken. Dann Rasierer locken. Dann. Locken der Schande weg. Nein! Es wurde ausgemacht, das Rad. Das Rad wird gedreht. Das war Teil der Abmachung. Dann los. Eli, dreh am Rad und entweder rausnehmen die Hoffnung. Mach einfach nur ja oder nein. Alle raus? Warte, nein, chill. Ich mach das erst, wenn ich so komplett hier liege und nichts mehr kann. Und dann drehst du und dann wirst du die Strafe nehmen wie ein Stinker. Vortex, Liebe. Submodus! Also ich hab mich schon mit dem Gedanken angefreundet, das Lara-Tattoo zu machen. Das Ding ist, wieder einmal hat man Hoffnung bekommen. Fälschlicherweise hatte man Hoffnung, es zu schaffen. Es war zu viel Hoffnung sogar. Submodus! Also die holen wir nicht raus. Digga, Jungs, wir brauchen unbedingt Sprungprobe, wirklich. Nee, wir brauchen unbedingt einen Win erstmal. Jeder Win ist mir recht. Ja, aber Digga, schnell, wenn wir bei Win. Sprungprobe zu vierten Win holen, ist es so, als wenn wir eine Stunde sparen, Bro. Ja, Bruder, fühle ich, aber wird im Leben nicht passieren. Wir waren doch voll oft zu dritt. Oh, ich werde hier festgehalten. Ja, ich habe vorhin aber die Schere gehoben. Oh, Digga, nein, ich werde festgehalten, Jungs. Digga, es macht keinen Sinn, so diese Lobbys. Nein, ich werde festgehalten. Finale. Ey, wenn jetzt mal Röhrenträume kommt. Bitte einfach Knallball. Bitte einfach ein Finale. Digga, fick Vater, es sind immer vier Spiele! Was kracht? Kracht. Eli, wann bist du bereit, deine Schere wirklich weit hochzuheben? Mann, Digga. Sie reden. Die sind die ich habe hier gerade offen, was die machen. Es ist nicht möglich. Doch, Eli. Ja, dann am Rad drehen. Wenn wir schlafen dürfen, wir schlafen. Kommen wir nachts irgendwann live. Eli, nur dass du Bescheid weißt. Ich habe meine Mods schon. Ja, ich habe auch meinen Mod schon gesagt im Vorhinein, dass du Bescheid weißt. Komplette Distanzion. Es wird alles gebannt, Bro. Ja, du hast das nicht umsonst gemacht, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, weißt du? Ich mach das. Ja, easy. Ey, zieht noch mal durch, Mann. Ihr seid so gut. Komm schon, Danny. Ja, ich hab gerade wieder ein kleines Hoch, aber... Ja, durchziehen. Das kracht trotzdem so du sehr. Du schaffst das, Mann. Eli, 19 Wins ist wirklich geisteskrank. Du schaffst das, Danny. Ich drück die Daumen. Liebe, ich glaube...